Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Ja, Getränketest Spezial, Tag Nummer 3. Was haben wir heute auf dem Gabentisch? Heute haben wir mal wieder einen Cider hier zu stehen. Wir haben ja gesagt, wir wollen uns ja mal so ein bisschen auch mal so die Cider-Welt mal so anschauen. Ich möchte es zumindest auf dem Kanal hier so ein bisschen vertreten haben, wenn auch eher ja, weit, weit im Hintergrund, da das Bier ja hier tatsächlich Priorität hat. Dennoch habe ich aber hier diesen Apfelräuber gefunden beim Reichelt, richtig. Reichelt hat wieder aufgefüllt, haben wieder neue Produkte da im Regal drin. Habe ich gesagt, komm, nimmst du mit, natürlich auch mal wieder in der Bierabteilung. Also haben wir in der Bierabteilung mal wieder ein Cider mitgenommen. Füchschen ist oben drauf, der irgendwie gerade auf der Jagd ist, deswegen passt es schon. Apfelräuber, ich wusste gar nicht, dass Füchse Äpfel mögen, aber gut. Jeden Tag ein Apfel erspart den Gang zum Arzt, hat man früher immer gesagt. Der Omi noch erzählt. Naja, ob die schon Cider getrunken haben. Apfel steht da auch noch drauf. Ich halte es mal rein. Apfelräuber. Kommt in der Dose daher. Cider, wissen wir selber, ist immer für mich persönlich ziemlich so eine Sache. Ich mag es nicht ganz so. Ist da jetzt nicht so sauer. Alkoholgehalt ist übrigens auch drin. 4,5% Umdrehungen, da wenigstens etwas. Mit erfrischendem Apfelgeschmack. Wir machen es auf. Und jetzt erwartet nicht, Freunde, dass ich sage, ich habe Cider-Durst. Nein, nein, ich sage immer nur, ich habe Bier-Durst. Ja, wieder ein guter Sound. Bis jetzt hatten wir übrigens nur Dosen gehabt, ne? Dieser Getränke-Spezialtestwoche. Oh, das riecht tatsächlich hier nach Apfelsaft. Und würde ich sagen, lassen wir mal laufen. Das haben wir da, eine Fassbrause. Das sieht ja genauso aus. Was ist denn da los? Der Apfelsaft mit Seltenheit, ne? Mensch, das ist ein Ding. So von der Optik her. Guck mal, kleines Blümchen haben wir da. Klassische Apfelsaftfarbe. Ne? Was für Erkenntnis. Naja, so riecht es dann auch. Nee, stimmt nicht. Riecht noch ein bisschen saurer. Ja, Freunde. Was soll ich sagen? Optik, Ästhetik, da brauchen wir gar nicht viel rumreden. 4 von 5/6 möglichen Punkten. Aber mal sowas von. Apfelsaft mit Selta. Hatten wir doch schon mal, oder? Kennt ihr noch, ne? So, jetzt mal gucken hier. Ja, riecht auf jeden Fall nach Apfel mit Alkohol. Kannst du auf jeden Fall herausriechen. Fruchtig. Apfel übrigens nicht nur billig nach Apfel, sondern da ist tatsächlich schon noch so ein bisschen Raffinesse mit drin, finde ich. Also so Vielschichtigkeit, vielschichtig nach Apfel duften. Leider auch wieder die Säure, die merkt man schon. Und recht frisch, muss ich sagen. Es riecht nicht chemisch oder so. Es riecht relativ frisch. Nach Natur. Riecht eigentlich ganz angenehm. So, ihr Lieben, dann wollen wir mal wieder, ne? Auf euch zum Wohl und ja, wollen wir mal schauen. Wow, das zieht einen ja alles zusammen. Ist das sauer? Warum ist Cider immer so sauer, Mensch? Gibt es da nichts was Süßes? Ich habe schon ein paar Mal gefragt, als wir Cider vorgestellt haben. Das war dieser Magnus gewesen, ne? Da habe ich auch gefragt, so, nee, wie hieß das Ding? Keine Ahnung, was wir da hatten. Was aus Irland hatten wir da gehabt. Und da habe ich doch gefragt, irgendwie, ob mir einer vielleicht mal einen Cider empfehlen kann, der ein bisschen süßer ist. Der ist ja noch saurer hier, ey. Boah, der arme Fuchs, der den Apfel da jagen tut. Der muss sich ja schütteln vor Säure. Ach, Freunde, Apfelräuber, hört sich doch irgendwie toll an, oder? Aber letztendlich, wir werden keine Freunde werden.
Das ist Apfelsaft mit Sekt, Leute. Jetzt könnt ihr mich ja auslachen oder was, ja, ihr Cider-Experten da draußen in der Welt. Aber das ist für mich, ist es ein ganz normaler, handelsüblicher, saurer Apfelsaft mit einem sauren Sekt gemischt. Punkt. Was ist das Besondere daran? Das verstehe ich nicht. Was ist das Besondere an Cider? Verstehe ich nicht. Dieses Getränk soll irgendwann mal Bier ersetzen oder irgendwie eine optionale Möglichkeit sein für Bier? Ernsthaft? Ich kann mir das echt nicht vorstellen. Also ich weiß jetzt schon eine dritte oder vierte Cider, die ich getrunken habe. Und ich muss sagen, das ist weit entfernt von Bier. Weit, weit, weit. Lichtjahre. Nicht mal im Ansatz irgendwie, wo ich sagen würde, das hätte was mit Bier zu tun. Das ist Apfelsaft mit Sekt. Das ist irgendwie... Da ist auch wenig Raffinesse drin. Oder ich habe einfach keinen Gaumen dafür. Aber ich finde, das ist einfach... Plump. Das ist irgendwie, alles was wir bis jetzt in der Richtung hatten, ist irgendwie alles plump. Da ist nicht so eine Spitzen drin, diese Aromavielfalt vom Hopfen und das alles. Das vermisse ich hier, das ist so schlicht, ist mir zu schlicht, sag ich ehrlich. Stell mir das so vor, so wie so Touristen, so. Dann sind sie in Venedig, ne? Und dann ist es warm, schön italienischer Hochsommer. Und dann gehen sie dann so dann vorbei in eine Bar und dann setzen sie sich dahin mit ihrem Fotoapparat und ihren hier Stadtplan und alles und dann trinken sie dann so ein Zeug hier. So kann ich mir das vorstellen. Ja. Hm. Ich weiß echt nicht, was das Besondere dran ist. Nee, Freunde, also wir werden gar keine Freunde. Aber ich bin fair mit der Bewertung. Man kann es trinken, man muss sich nicht übergeben. Es ist extrem sauer, aber das ist halt subjektiv, weil ich mag so eine sauren Getränke nicht. Aber ich bin fair. Ich gebe Durchschnitt. 3 von 5/6 möglichen Punkten. Das ist es mir wert. Und ja, für Freunde, die das halt mögen, sowas Schlichtes, sowas Einfaches und extrem Saures, für die ist das sicherlich was. Die können sich das so mitnehmen. Im Sommer, wie gesagt, bestimmt erfrischend, schön gut gekühlt. Aber so als Hedonismus würde ich das jetzt hier nicht bezeichnen. Als hedonistischen Hochgenuss oder so. Da gibt es Biere, die wesentlich besser sind. Ist ja auch ein Cider, ist auch kein Bier, ne? Gut, Freunde, ihr seid draußen, der Bierzüffler. Wir sehen uns dann morgen wieder mit einem neuen Getränketest. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Bierzüffler.